Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem zweiten YouTube-Video. Heute machen wir Brot. Und zwar einmal Zwiebelbrot und einmal ein Brot mit getrockneten Tomaten und Parmesan. Und ich dachte mir, es ist einfacher für euch, wenn ihr seht, was ich mache, anstatt die Schritte nur zu lesen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Video. Kommen wir nun zu den Zutaten. Wir benötigen Mehl, ich habe hier den Gefolgern verwendet, Hefe, Wasser, getrocknete Tomaten, Röstzwiebeln, Salz, Zucker und Parmesan. In das lauwarme Wasser gebt ihr zuerst den Zucker und rührt ihn etwas um, damit dieser sich auflösen kann. Und danach gebt ihr auch das Päckchen Hefe dazu und rührt ebenfalls um. Stellt das Ganze nun zur Seite, damit die Hefe etwas Zeit hat, sich zu aktivieren. Und in der Zwischenzeit könnt ihr dann schon mal das Mehl abmessen und mit dem Salz vermischen. Nach kurzer Zeit schon sollte sich die Hefe aktiviert haben und dadurch entsteht so ein bisschen Schaum quasi auf der Wasseroberfläche und es riecht etwas gegoren. Dadurch wisst ihr halt, dass es fertig ist. Und das Ganze gebt ihr dann einfach zum Mehl dazu. Nehmt euer Rührgerät mit dem Knethakenaufsatz und rührt einfach den ganzen Teig durch, bis halt sich ein Teigball geformt hat, welcher sich von den Schüsselrändern löst. Macht nun etwas Mehl an eure Hände und auf die Arbeitsfläche und nehmt den Teig raus und knetet ihn etwas durch und formt aus ihm einen Ball. Nehmt nun etwas Öl zur Hand, ich habe hier Olivenöl verwendet und gebt es etwas auf den Ball bzw. in die Schüssel und gebt dann wieder den Teigball in die Schüssel und deckt das Ganze dann mit einem Geschirrtuch oder Frischhaltefolie ab und stellt es an einen warmen Ort. So, ich habe dann in der Zwischenzeit, während der Teig geht, was ungefähr so eine Stunde ist, habe ich schon mal die getrockneten Tomaten klein geschnitten. Ich habe sie halt einfach aus dem Öl genommen, etwas abtropfen lassen. Ja. Wenn der Teig aufgegangen ist, sieht er dann in etwa so aus. Also er sollte sich ungefähr verdoppelt haben. Ihr drückt die Luft etwas raus. Und ja, nehmt etwas Mehl zur Hand und bestäubt eure Arbeitsfläche damit, damit er nicht daran klebt. Und dann gebt ihr einfach den Teig da drauf. Und wenn ihr wie ich halt zwei unterschiedliche Brote machen wollt, die etwas kleiner sind, dann teilt ihr den Teig einfach einmal in der Hälfte, beziehungsweise habe ich ihn nicht ganz in der Hälfte geteilt, da ich das Tomaten-Parmesan-Brot etwas größer haben wollte als das Zwiebelbrot. Eurer ersten Hälfte fangt ihr dann an, sie auszubreiten, entweder mit den Händen oder mit einem Nudelholz zu einer Art rechteckigen Form. Und ich habe jetzt mit dem Zwiebelbrot angefangen und dann habe ich einfach Röstzwiebeln drauf verteilt und drauf gestreut, bis ich fand, dass es genug sind. Und dann habe ich einfach angefangen, auf einer Seite den Teig wieder aufzurollen zu einer Wurst quasi. Ich habe die Wurst dann noch etwas, also den Brotleib noch etwas geformt und die Enden zusammengedrückt und noch ein paar Röstzwiebeln da drauf getan und ihn dann schon mal auf ein Backblech mit Backpapier gelegt. Die zweite Teighälfte habe ich dann ebenfalls ausgerollt und habe dann darauf die klein geschnittenen Tomaten verteilt und dann noch mit Parmesan, mit frisch geriebenem Parmesan bestreut. Und
dann habe ich einfach wieder den Teig zusammengerollt und noch etwas in Form gebracht. Macht nun jeweils einen Schlitz in die Brotlaibe und lasst sie noch einmal aufgehen. Und dieses Aufgehen ist wirklich wichtig, weil das die Luft ist, die endgültig dann auch im Brot beim Backen bleibt. Und wenn sie dann aufgegangen sind, sehen sie dann so aus wie bei mir hier ungefähr. Und dann müssen sie jetzt nur noch ab in den Ofen. Ich hoffe, es hat mein Video gefallen und es schmeckt wirklich unglaublich lecker, vor allem noch warm aus dem Ofen mit frischer Butter, die etwas gesalzen ist. Und ja, die genauen Angaben findet ihr nochmal auf meinem Blog und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!